Unser Weizenwaldi klärt auf. Trinken wirklich alle Bayern vor der Arbeit drei Weißbier? Oder was geschah wirklich beim legendären Mistkäse-Scheißdreck-Interview von Waldi Hartmann und Rudi Völler? Was haben Fingerhakeln und japanisches Sumo-Ring gemeinsam? Was ist nur mit den Norddeutschen los, dass sie so merkwürdige Vorstellungen entwickeln, wenn sie Wörter wie zum Beispiel Fotzen hören? Ganz kurz zur Übersetzung. Fotzen bedeutet ganz einfach Mund. Deshalb meint man auch, wenn man vom Fotzenhobel spricht, eine Mundharmonika. Ist es den Waldlauf-Wolpertinger-Forschern tatsächlich noch nicht gelungen, das letzte lebende Exemplar dieser Art einzufangen? Oder warum steht das Wolpertinger-Gehege im Münchner Zoo nach wie vor leer? Waldi, nach dem Kaiser Deutschlands beliebtester Bayer, unternimmt einen humorvollen Streifzug durch Geschichte und Gegenwart seiner Landsleute und räumt auf mit allen Irrtümern und Legenden über das nicht nur größte, sondern wie er meint, schönste aller Bundesländern. Es ist ein Irrtum zu glauben, Waldi Hartmann könne nur Weißbier trinken, Sportsendungen moderieren und Rudi Völler ärgern. Die Wahrheit ist, er kann auch schreiben. Der Augsburger allgemeine Kulturmoderator Hartmann verkörpert wie kaum ein anderer das typische Bayern. So kann auch nur er mit einem Buch die teilweise merkwürdigen Vorstellungen von Auswärtigen über den Freistaat beseitigen. Kommentar unserer Redaktion. Wenn man hauptsächlich ernsthafte Literatur liest, freut man sich, wenn man auch mal wieder was zum Schmunzeln bekommt. Der Schreibstil ist sehr humorvoll und ich habe erfahren, warum die Bayern von sich selbst so überzeugt sind. Das Buch Populäre Bayern-Irrtümer, ein Lexikon von Waldemar Hartmann erschien im Aufbau Verlag.